Herzlich willkommen zu einem neuen Video von JK's Forever. Und heute will ich über ein Thema reden, was ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt und was auch, mal was anderes ist einfach hier als sonst immer nur Updates oder sowas. Ja, heute geht es um Filme, die erschreckend realistisch sind. Und damit meinte ich jetzt nicht irgendwelche Filme, die nach wahren Begebenheiten beruhen, wie Ed Gein oder Ted Bundy und wie sie alle heißen. Das ist damit nicht gemeint. Sondern bei Filmen, die was Erschreckendes, Realistisches im Inhalt haben oder von der Darstellung haben. Und daher möchte ich ein bisschen über solche Filme sprechen. Ich habe 5 Filme rausgesucht. Einen sechsten Film habe ich auch nochmal mit leicht reingenommen. Und deswegen... Aber ich habe hier 5 Filme rausgesucht. Für alle gilt, die das noch nicht gesehen haben, eine große Spoilerwerbung. Also, wer diese Filme nicht gesehen hat, dieses Video am besten nicht sehen. Aber ich glaube, diese Filme hat man zum groben Teil alle gesehen. Also Filmefans bestimmt, definitiv. Und ja, und wie ihr euch das vorstellen könnt, wie ich das meine, gebe ich euch jetzt anhand des ersten Films, den ich als Beispiel habe, nämlich Running Man, ja, von 1987. Der Film selbst spielt im Jahre 2017, nämlich, und in diesem Film passiert es so, dass ein... Ja, wie soll man es so sagen, dass ein Mann, gespielt hier von Arnold Schwarzenegger, von der oberen Regierung aufgefordert wird, in eine Menschenmenge zu schießen, der aber das nicht macht. Dadurch hin, also er verwehrt diesen Befehl, also er verweigert diesen Befehl, so das Wort fehlt mir. Ja, und dadurch wird er dadurch, dass er das nicht macht, wird er festgenommen. Weshalb werde ich auch auf einen Punkt nämlich eingehen, nämlich darum. Und deswegen, er wird dann festgenommen, dass er das gemacht hat einfach. Er wird als schlechter Mensch dargestellt, wird festgenommen, lernt dabei noch eine Journalistin kennen, die dann ihn erstmal nicht glaubt, dass er das gemacht hat, aber dann anders nach einer Weile denkt. Ja, auf jeden Fall kommt er in ein Gefängnis und wird dann in eine Spielshow reingeraten namens eben Running Man. Und in dieser Show werden die Bösen in die Arena reingeschickt und werden von Jägern gejagt. So, das im Groben und Ganzen erstmal. Und ja, und da komme ich dann mal gleich zu den ersten Punkten, was ich mal machen kann, weil dieses Spektakel Running Man wird auf der ganzen Welt übertragen tatsächlich. Und also man ist voll gehypt. Also es ist wie so eine Art damalige erste Einsicht in diese Art, wie sagt man so schön, Reality Show. In der heutigen Zeit haben wir total viele Reality-Shows, sei es Adam sucht Eva und was weiß ich noch so, oder auch das erste und bekannteste natürlich Big Brother, da haben wir natürlich das alles gehabt, weil diese ganzen Sachen, die in der Arena geschehen, wird übertragen auf Leinwände und davor stehen natürlich die Leute und wollen das natürlich sehen. Also haben wir hier schon mal den ersten Punkt, der so ein bisschen leicht, zwar nicht erschreckend, realistisch ist, aber schon ein bisschen in die Realität gekommen ist tatsächlich. Also Reality-Shows. Also hat es schon so diesen kleinen Punkt nämlich drin. Aber das ist nicht das Erschreckendste. In dieser Welt, in der das spielt, ist es nämlich so, dass die Weltwirtschaft auch zusammengebrochen ist und Öl und Nahrungsmittel Mangelware sind. Und hallo, was haben wir zurzeit? Öl ist gerade auch sehr extreme Mangelware. Durch was ist das rausgekommen? Natürlich durch diesen Krieg mit Ukraine natürlich und diese Nahrungsmittelmangelware. Ja, das hatten wir auch alles mit Corona auch erlebt. Da muss ich diese beiden Punkte, die finde ich erschreckend realistisch einfach. Und da muss ich ehrlich sagen, holla die Waldfee.
Da war Running Man seiner Sache voraus. Witzigerweise ist Running Man allerdings, basiert ja aber allerdings nur lose auf dem Stephen King, schrecklich Richard Bachmann Buch, Menschenjagd. Und also dieser Film spielt was, hat eine ganz andere Handlung als die, als das Buch. Ja, also wie gesagt, die, also diese Öl- und Mangelwaren-Sachen, das ist schon so extrem, schon krass irgendwie. Die USA ist auch in diesem Film ein Polizeistaat, ja, was man auch schon fast bei einigen Städten oder Staaten auch wirklich hat einfach. Und das ist einfach absolut krank. Dann haben wir hier noch einen Punkt rausgesucht, dass die Filme, Literatur, Bilder, Kunst, Kommunikation, Literatur und so weiter, alles zensiert wird einfach. Und da kommen wir auch zu einem anderen Punkt, den ich dann auch mit gleich durch das Manipulieren. Und hier in diesem Film wird das Manipulieren dadurch dargestellt, dass hier Zusammenschnitte gemacht werden, die total aus dem Kontext geredet sind. Und das ist für mich mit einer der größten Punkte, die schon sehr, sehr lange realistisch sind einfach. Seit es diese Sachen mit dem Computer gibt, kann man einfach alles zusammenschneiden. Wir werden dadurch auch natürlich auch hier manipuliert und so weiter und so fort. Sei es jetzt hier mit ich will jetzt kein großes Tor aufmachen jetzt hier, sei es damals mit Corona oder mit den ganzen Kriegen und so weiter. Das wird alles zusammen, das wird alles zusammengeschnitten, dass man irgendwie, dass irgendwie jemand auf der guten Seite ist und auf der schlechten Seite ist einfach. Und in diesem Film wird das auch sehr beträchtlich dargestellt, weil der Hauptcharakter kommt in eine Arena rein, wo er gegen einen dieser Gladiatoren, also ist so ein moderner Gladiator sozusagen, einer dieser Jäger, kämpft. Das ist so eigentlich so der recht letzte Fight, den es dort gibt. Was stellt sich allerdings heraus, dass dieser Gladiator, der heißt Mr. Freedom, vorher gesagt hat, er will das nicht, weil die ganzen Gladiatoren, die ganzen Jäger wurden von Arnold Schwarzeneggers Charakter einfach mal selber zu den Gejagten. Und das wollte dieser Mr. Freedom nicht und hat hingeschmissen. Und Arnold Schwarzenegger war auch nicht mehr auf der, also der Charakter war auch nicht mehr auf dem Schirm. Also, was haben die großen Schnitte gemacht? Die haben einen Kampf von Mr. Freedom von früher genommen und haben dort das Gesicht von Arnold Schwarzenegger raufgepackt, wie er dann Rabbit kennt. Und das meinte ich mit Manipulation mit den Zusammenschnitten. Und das ist ganz großes Kino in Anführungsstrichen, weil, wie gesagt, das findet man überall zur Zeit einfach nochmal, sei es Nachrichten, sei es Zeitungen, sei es irgendwelche, ja, besonders in den Nachrichten, das muss ich einfach aufgreifen. Und das finde ich hier bei diesem Film besonders erschreckend realistisch. Einfach. Und hier haben wir dann eben auch dieses Zusammenspiel, weil das passiert ja nicht nur durch, weil der Moderator, das gefiel ihm ja nicht, aber nicht nur ihm, sondern auch die größeren Machenschaften, die da hinten stecken. Und das ist der nächste Punkt, dass einfach hier eine Machenschaft der oberen Generation oder der oberen Gesellschaft stattfindet, die das einfach nicht haben wollen. Und das ist auch schon wieder erschreckend realistisch genommen einfach. Und hier diese Punkte, fast jeden Punkt könnte man auch schon zum zweiten Film nämlich nehmen. Das ist eine schöne Überleitung, aber ihr seht auf jeden Fall, dass Running Man schon ein paar Punkte hat, die realistisch sind, irgendwie in der heutigen Zeit oder auch ein bisschen früher vielleicht auch noch schon so, aber auf jeden Fall erschreckend realistisch sind. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, also diese Punkte kann man alles fast wieder auch zu dem nächsten Film nehmen, namens Rollerboy. Und Rollerboy ist vom 1975. Achtung, jetzt muss ich hier dazu eine kleine Sache sagen.
Ich kenne diesen Originalfilm nicht, ich kenne nur das Remake. Und da kommt das nicht so ganz krass rüber wie in dem Original. Ich habe mich ein bisschen erkunden müssen. Es gab einen Punkt, wo ich jetzt das nicht weiß. Da könnt ihr mir mal ab in die Kommentare schreiben, wie das dann da ist nämlich. Weil es ist hier natürlich auch schon so, dass hier in diesem Film nicht mehr Politiker irgendwie die Regierung machen, sondern die Industrie ist plötzlich in der anderen Machenschaft und macht diese Sache. Und durch diese Machenschaften einfach in der Industrie ist es so, dass diese ganzen Kontinente nicht mehr existieren einfach. Die wurden jetzt in Konzerne aufgeteilt und da ist es nämlich so, dass dieses Spiel entstanden ist aufgrund dieser Industriebevölkerung, die dann eben verschiedene Mannschaften haben und dieses Spiel dann übertragen. Witzigerweise habe ich auch gelesen, ist, dass das hauptsächlich sehr oft in München gedreht worden ist, dieser Film. Ja, was haben und allerdings haben diese Konzerne und Industrie und die ganze Machenschaft da oben mal wieder, also wieder so eine Machenschaft von der höheren Generation, auch wieder so Punkte haben sie dieses Spiel gemacht, damit sie die Krise den Menschen nicht vorgaukeln müssen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, wo ich das nicht rausfinden konnte, was das für eine Krise ist. Wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Mich würde das schon sehr interessieren. Wie gesagt, das Remake gibt das nicht unbedingt alles so wieder so wie das Original. Deswegen könnt ihr mir ja auch ein bisschen Hilfe leisten, auch so ein bisschen mit dabei. Na, auf jeden Fall, das Spiel dient zur Ablenkung einfach und in diesem Spiel entwickelt sich so langsam doch ein gewisser individueller Star, gespielt hier von James Caan. Und das will die Industrie, das wollen die Konzerne eben nicht, weil sie damit eben dann auch eine Individualisierung sehen und das wollen die nicht, dass die Menschen da einen Haupthelden haben, der sich zu einem Individuum, Individualisierung eben, da zusammen macht, damit sie dann da irgendwie einen Held haben. Das wollen die Konzerne nicht, weil die dann zu so einer, wie habe ich das hier geschrieben, genau. Naja, auf jeden Fall, das wollen die einfach nicht aufgrund des Systems auch so ein bisschen. So, jetzt ist es dann so, jetzt wollen die Konzerne aber in diesem, jetzt wollen die Konzerne und auch dieser Konzern, wo eben James Caan eben dieses in diesem Team ist, das nicht mehr und betreten und wollen ihn zu einem Rücktritt zwingen. Was aber ablehnt. Dann dabei hinterfragt er dieses System, was dahinter steckt einfach. Und dann kommt es, wie es kommen musste, im finalen Endspiel gelten alle Regeln nicht mehr und die wollen, dass gerade der Hauptcharakter stirbt. Dadurch sind die Regeln aufgehoben. Ja, und hier, wie gesagt, eben die obere Machenschaften der oberen Gesellschaft ist auch hier wieder ganz groß geschrieben. Dann dieses gesellschaftskritische, weil es auch hier wieder Ober- und Unterschicht gibt einfach. Und diese Sache, also so ein bisschen konnte ich mich so ein bisschen reinlesen. Wenn ihr da auch so ein bisschen mehr drin ist, könnt ihr mir gerne das dann auch nochmal in die Kommentare schreiben. Würde mich auch freuen, wenn ich da noch ein bisschen von anderen auch noch ein bisschen mehr Input bekomme. Naja, auf jeden Fall kommen wir zum nächsten Film. Und das war so ein Film, der aufgrund von diesem Film unter anderem wollte ich dieses Video machen. Dieser Film ist von 1988 und stammt von John Carpenter. Und nein, das ist nicht Halloween. Nein, das ist Sie leben. Und ich glaube, jeder weiß, woher was jetzt kommt, natürlich. In dem Film geht es darum, dass ein Mann eine Brille findet, womit er Aliens sehen kann und auch sieht, was hinter diesen Werbungen, man kennt ja in den großen Plakaten immer so einfach, eat your vegetable und was weiß ich noch so einfach und was weiß ich, was dann da noch so alles kommt. Und auf jeden Fall sieht er da eine ganz große Verschwörung dahinter, die was jetzt vielleicht jetzt nicht so das erschreckend Realistische ist, ist natürlich dieses, dass die Aliens die Menschen da unterwandern.
Falls es da außerirdische Lebensformen gibt, könnte er irgendwann mal später vielleicht mal realistisch werden, aber jedenfalls jetzt nicht einfach. Ja, was hier ganz, ganz Großes ist, was schon eigentlich damals noch vor dem Film war und auch während der 80er, 90er, eigentlich während dieser ganzen Zeit, es ist diese Kommerzialisierung, dieser Konsum wird hier, also diese Werbung, die da gemacht hat, dieser Konsum wird dazu sehr glorifiziert, dass man im Film gibt es dann eben solche Sachen wie heirate, ist das, sie fern, gehorche, konsumiere und so weiter. Und das ist das erschreckend Realistische. Und das ist vor allen Dingen nicht nur damals 1988 so schon gewesen, nein, das war ja auch schon vorher. Also dieser Film kann man auch sehr gesellschaftskritisch zum Beispiel sehen, einfach. Allerdings ist diese Kommerzialisierung ist einfach so extrem, dieses Desire-Gefühl, dass man das dann unbedingt haben will. Und das ist tatsächlich ja auch, was wir, und da muss ich natürlich auch einen Zeigefinger auf uns zeigen, auf uns Sammler. Wir sind auch ziemlich dicke drinne. Wenn wir so eine große Sammlung haben, plötzlich siehst du dann die Werbung für diesen Film, dass der jetzt rauskommt. Oh, die wollte ich schon immer haben, wenn man den noch nicht hatte oder irgendwie sowas. Und das ist ganz groß. Egal, ob es jetzt Filme, Autos, Taschen, Schuhe, Konsolen und was weiß ich noch so ist. Das ist so der Film, der so richtig krass reinhaut. Einfach, und das ist egal, um welche Jahreszeit es dann geht. Das ist schon, na, das ist schon ewig der größte Kritikpunkt, diese Kommerzialisierung. Diese Werbung schadet uns allen, weil die uns das vorsetzen, dass es das gibt und das sollen wir jetzt auch machen. Und das ist so schlimm einfach und das ist einfach dann so ein Punkt, wo ich sage, dieser Film ist von allen dreien der erschreckendste, realistischste Film. Ja, und dann habe ich hier, ja, da könnte man mehrere Filme tatsächlich sehen. Man kann da 28 Days Later sehen, I Am Legend, Omega Man und wie sie alle heißen. Ich gehe jetzt aber mal mehr auf 28 Days Later rauf. Und man sieht ja hier einen Menschen, der durch das menschenleere London läuft. Dann auch ein bisschen ein paar Leute findet, die nicht infiziert worden sind, weil dieses menschenleere London ist passiert dadurch, dass ein Virus ausgebrochen ist. Das, ja, was jetzt nicht so real ist, sind vielleicht die Zombies. Aber ich habe diesen Film während der Pandemie gesehen, wo es hieß, bitte habt Abstand, bitte geht nicht zu anderen Leuten und so weiter und so fort. Und wenn man in dieser Corona-Zeit diesen Film sieht, dann denkt man sich, ey, haben die Corona vorher gesehen oder sowas? Und das ist für mich hier so ein bisschen erschreckend realistisch, mal abgesehen von den Zombies. Also, was war denn da los so während Corona? Wir durften alles nicht, es wurde alles verboten, so ein bisschen Kinos und so weiter, nach Restaurants und so. Man könnte eben dazu sagen, wirklich, 28 Days Later war irgendwie sowas Vorhergesehenes. Und da muss ich ehrlich sagen, ja. Und der letzte Film, darüber könnte man sich jetzt streiten, ob das erschreckend realistisch ist. Ich würde Ihnen ja sagen. Es geht um den Film The Purge. Und in dem Film geht es ja darum, dass an einem Tag von der Regierung das gemacht werden darf, wofür man sonst immer hinter Gitter kommt. Wie Morden, Rauben und so weiter und so fort. Den sehe ich allerdings nur erschreckend realistisch aufgrund der Tatsache, dass es nach diesem Film oder dass da es auch diese Ausschreitungen gab, vor allen Dingen auch besonderes Augenmerk liegt hier auf Amerika tatsächlich.
diese ganzen Ausschreitungen, sei es Black Matters oder wie das da hieß, im Moment wird es dann fallen, Black Matters oder sowas, oder, und da sehe ich diesen Punkt, nämlich weswegen ich dann diesen Film auch mit reingenommen habe, der Sturm auf das Kapitol. Diese ganzen Ausschreitungen, die in der Welt und in, vor allen Dingen, wie gesagt, in den USA entstanden sind, da dachte ich so, Alter, spielen die jetzt hier Purge nach oder sowas? What the fuck? Gut, es wurde jetzt nicht so krass wie in dem Film, aber und gerade unter dieser Trump-Ära, da dachte ich mir, wir haben verloren. The Purge was live. Tatsächlich. Und da muss ich auch schon wieder sagen, holy shit, war der realistisch. Also in diesem gewissen Maße. Und jetzt habe ich einen Film noch, den ich dann doch nochmal mit zunehme. Und das ist aufgrund der Thematik der letzten Wochen, Monate, Jahre. Ein Robot. Jetzt fragt ihr euch, ein Robot, wieso der? Mit den ganzen KI-Sachen, die gerade stattfinden, mit ChatGPT. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt, wo dieser Roboter im Stile von iRobot da auch plötzlich irgendwas da rausholt und auch realistisch sagt. Durch diese ganzen KIs, dass die sich immer weiterentwickeln, könnte iRobot auch bald irgendwie realistisch werden. Deswegen. Also das sind so 5-6 Filme, wo ich mir sage, nee, das, sowas könnten wir einfach, darauf könnte die Welt eigentlich verzichten, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das waren 5-6 Filme mit einem kleinen Bonus eben, die aus meiner Sicht erschreckend realistisch sind in der Thematik, in gewisser Weise immer, was die da rüberbringen. Und da bin ich mal auf eure Kommentare gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch Video teilen würdet, weil damit es auch ein bisschen publik wird, weil ich glaube, das ist auch ein sehr interessantes Thema tatsächlich auch. Was würde euch noch ein Film einfallen, der realistisch ist? Das würde mich nochmal interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare. Mich interessiert dieses Thema sehr. Und was ihr dazu sagt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen guten Tag, gute Nacht. Und immer ihr auch dieses Video seht. Bis dann, euer Jack Hayes.